Sands, Mörtel, ja, also Zement, ja. Die bauen vielleicht so Haus, ja. Ach, da werden die Steine mit rausgesehen. Ja, genau, ja. Germany. What happened right here? Enjoy. Holiday. Yes, holiday. Oh! Very good. Wir haben Steine verwendet. Ja, dann ist einfach die Feine bleiben da und dann werden dann mit Zement gemischt. Ja? Es wird dann Mörtel, ja. Zum Hausbau. Ja, die Tochter. Ja, was machen wir? Hier näher. Schlange haben auch die Tempelschlange. Ja. Die Tempelschlange. Ja. Oh, wie ist er? Oh, ja. Wie ist er? Oh, hier. Die Lombok, die sind die Bilabante. Well, da wird besonders mit Masse, ja? So, genauso wie auf Bali, ne? Ja, also, die genau. Zeigen, die zeigt uns auch die... So ist das in Bali. Anfang. Normal müsste man jetzt nur sagen. Ja. Ja, genau, unter dem Baum, ja, da ist oft so ein Tempel da. Und da gibt es dann die Opfergaben auch, ja. Das ist ja, der große Tempel ist normalerweise für Shiva Gott, ja. Und da gibt es auch schon Begleitgötter wie Brahma und Vishnu und so weiter, ne? Ja. Also ein Fokus, Ficus, ja, das ist ein Ficus Benjaminus, ja. So ein Banyanbaum, ja. Das ist so ein heiliger Baum für die Hindus, ja. Und das wäre Himmelsleiter. Dann findet oft auch schon Totenverbrennung unter solch einem Baum statt, ja. Weil die meinen, nach der Verbrennung dann die Seele sofort zum Himmel hochgeht. Ja, ja, durch den Himmelsleiter, ne. Das erkennt man jetzt Ficus ja von den Luftwurzeln da. Und wie oft wird am Tag das gemacht, das Gebet? Das Mayanga Prabhakali, Sahari. Okay. Dreimal, ja. Dreimal am Tag oder gibt es auch schon manchmal fünfmal? Oder gibt es auch schon derjenige? Diejenigen, die halt nur einmal das am Tag machen. Tapi kok kadang ke apa sesajennya kadang kan kelihatan ada enggak di pagi atau siang atau sore seperti itu. Tiga kali berarti ya. Berarti tiga kali diganti ya. Ya, also dreimal normalerweise dreimal am Tag wird geopfert, ja. Dann die Opfergaben werden dann überall hingelegt, ja. Am Eingang, auf der Straßenseite, ja, oder ein Tempel zum Beispiel. Ne. Da hat sie dann auch gerade, also Wasser, das ist ja Tirtha, also Tirtha ist heiliges Wasser. Ist sehr wichtig im Leben, ja. Und dann spielt es auch schon eine sehr wichtige Rolle bei einem Tempelgebet, ja. Ja, okay, da ich glaube, wir können weiter, ne? Ich
Ja, trinken oder so ein bisschen am Kopf, ja, oder hier so an den Ohren, ja. Das kennt man bei dem Islam vielleicht so ähnlich, dass man sich dann wäscht erstmal vor dem Gebet, ja. Die Katholiken haben dann das Weihwasser, wo sie besser. Oh ja. Kalau di Katolik katanya pakai airnya. Dia ada air genommen, das war vielleicht einen Tag her. Ja. Und das hat sie dann umgeschüttet und das war dann das heilige Wasser. Ja. Okay. Interessant. Okay. Interessant, ja. Ja, auf Bali sollte man eigentlich so einen Sarung dafür haben, ne? Ja. Sonst kommst du da gar nicht rein, ne? Genau, ja. Das wird immer kontrolliert, ja? Ja, ja, ja. Oft wird auch schon ein bisschen Geschäft damit gemacht, ja? So eine Trommel, ja? Oben. Ja, aus Holz, ja? Da oben, ja. Ach, ja. Ach, das ist Trommel, ne? Ja, das Trommel. Das ist eine Art von Überwachturm irgendwie, ne? Ah, ja. Aber du hast ja Schlangen schon gesehen, live, ne? Ja, das war jetzt die erste. Schade, ich habe ja nichts aufgenommen. Du hast es gar nicht gemerkt, oder? Nee. Zu spät, ja. Ja, ich habe erst gewartet, es wäre so ein komisches Blatt, aber da ist jetzt so komisch Winde, kann sich kein Blatt. Aber ich konnte da nicht mehr anhalten. Ich musste nee. Und du auch, ne? Aber im Kopf habe ich nicht gesehen. Ja, der hat so. Ja. Du, wie viele die schon haben? Die Männer gibt's zu. Halo, enggak sekolah? Enggak sekolah? Belum sekolah? Belum TK? Ih, ada siapa itu?